So, guten Morgen, liebe Dampfmaschinenfreunde. Wir haben heute mal ein hochwertiges Dampfaggregat im Angebot. Das Modell wurde komplett zerlegt, auch gereinigt. Die Kolben sind aus Messing. Also wie gesagt, ihr könnt hier auch mit Dampf betreiben. Wir haben alles original gelassen, wir haben es jetzt nur poliert, schön optimiert, dass es wirklich sehr leicht läuft. Wir haben jetzt hier im Backofen nicht lachen. Wir haben jetzt nur wegen Geräusch, dass man das nicht so hört, haben wir jetzt eine Aquariumpumpe angeschlossen. Wie gesagt, da könnt ihr das Modell den ganzen Tag laufen lassen. Wir haben es jetzt auch ein paar Stunden schon angehabt. Läuft wirklich sehr, sehr leicht. Das ist mir persönlich mal sehr wichtig. Aber ja, ihr könnt wie gesagt auch einen Dampfkessel anschließen, könnt ihr die Dampfleitung anschließen. Und dann könnt ihr das Modell natürlich auch mit Dampf betreiben. Das ist kein Problem. Ja, ist wirklich ein schönes, hochwertiges Modell. War mal ein hochwertiger Bausatz damals. War auch nicht gerade günstig, wie mir einer mal aufgeklärt hat. Ja, mir persönlich ist mal wichtig, dass die Modelle halt erstmal schön aussehen. Und die müssen halt auch schön laufen und leicht laufen vor allen Dingen. Es ist halt immer ein bisschen Fuckelei mit den kleinen Schräubchen und dann mit der Höhe. Das muss alles genau passen, weil wenn das nicht eine Höhe ist oder irgendwo ratscht, dann läuft das nicht. Dann läuft das nur mit viel Druck und das wollen wir nicht. Wir sollen ja wirklich sehr leicht laufen. Das ist immer sehr wichtig. Wir haben jetzt diesmal auch kein Graphit reingebaut. Wir lassen alles original, dass wenn jemand doch mit Dampf betreiben möchte, ist eine herrliche Sache, kann der das ruhig tun. Wir haben ja auch Initialen drauf, 12-36, was auch immer das heißen mag. Vielleicht kennen sich da die Profis aus, was der gute Mann da gemeint hat mit. Vielleicht das Modell, Modellnummer, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich schon sehr hochwertig gebaut. Sieht auch sehr schön aus. Wie gesagt, läuft auch sehr super, sehr leicht. Und ich habe es, wie gesagt, gestern 2 Stunden laufen lassen mit der Aquariumpumpe. Und läuft wirklich prima. Hin und wieder mal ein Tröpfchen Öl. Man kann es ja auch mal umkippen. Dann macht man hier mal ein kleines Tröpfchen rein, dass hier die Kolben so ein bisschen geschmiert werden. Und wie gesagt, auf die Schienen, wo er halt gleitet, da muss halt mal ein Nähmaschinenöl ein Tröpfchen drauf, dass alles schön leichtgängig ist. Aber gut, die sowas haben, die kennen sich aus, wie das funktioniert. Ja, läuft wirklich sehr schön. War viel Arbeit, dass es auch sehr leicht läuft, weil da muss man viel optimieren und bis das alles so schön läuft, wie man es gerne haben möchte. So, sollte reichen. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass das Modell schön läuft. Schöne Bilder machen wir auch noch gleich. Ach so, auf Wunsch, kann man die Aquariumpumpe dazu kaufen. Das ist kein Problem. Müsst ihr mich nur anschreiben dann. Das ist kein Problem. Kann man alles besprechen, kann man alles drüber reden. Na gut, sollte reichen. Euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.